Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hartz IV for Future. Ich habe heute wieder eine Zuschauerfrage für euch und zwar von Resövre. Der hat unter dem Video, kann nach dem Sanktionsmoratorium rückwirkend sanktioniert werden, Folgendes gefragt. Was passiert eigentlich, wenn ich eine 30% Sanktion in Kauf nehme? Mehr darf ja nicht sanktioniert werden und das dann einfach akzeptiere und so laufen lasse. Wird die dann irgendwann von alleine aufgehoben oder wie geht es dann weiter? Bin kurz davor, einfach hinzuschmeißen und einfach aufzugeben. Muss zurzeit wieder an einer Reha-Maßnahme vom Jobcenter teilnehmen, 2 bis 3 Mal pro Woche für 90 Minuten. Da passiert nichts außer sinnloses Gelaber, was mir sowieso überhaupt nicht weiterhilft. Nach dem Motto, was belastet Sie so? Was können Sie daran ändern? Was wollen Sie denn beruflich machen? Wie können Sie das erreichen? Sind zum Glück nur Einzelgespräche und keine 10 bis 15 Leute Gruppengespräche wie bei meiner letzten Maßnahme. Ich warte eigentlich nur auf den Anruf, wann ich in Quarantäne muss, weil da der erste Corona-Fall ausgebrochen ist. Bis Januar muss ich den Track noch absitzen und dann ist bis Sommer erstmal Ende dank dem Moratorium. Wisst ihr Bescheid, was passiert, wenn Resövre jetzt einfach alles hinschmeißt? Ich hatte ihm schon erklärt, dass wenn er jetzt alles hinschmeißt, dass dann trotz Sanktionsmoratorium vor möglicherweise das Jobcenter Schadensersatz an ihn stellen könnte, einen Schadensersatz von ihm haben wollen könnte. Daraufhin hat Resövre aber gemeint, danke, aber wichtiger für mich wäre es zu wissen, wie das mit den 30% Sanktionen abläuft, falls ich die irgendwann einfach so laufen lasse und mich da einfach nie wieder melde. Was passiert, worst case, wenn jemand in einer Situation ist wie Resövre und einfach aufgibt und nichts mehr macht? Bleibt es dann bei den 30% oder was passiert, weiß jemand Bescheid? Wenn jetzt Resövre eigentlich angenommen, er würde gar nichts mehr tun, sich nicht mehr den Finger rühren, nie mehr melden beim Jobcenter, würde es dann dabei bleiben, dass er maximal 30% sanktioniert wird? Weiß jemand Bescheid, beziehungsweise im Moment sollte er ja gar nicht sanktioniert werden vom Jobcenter, aber wenn das Sanktionsmoratorium dann irgendwann vorbei ist, weiß jemand Bescheid und kann Resövre weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss.